Ja, ich glaube, ich habe den klassischen Weg gehabt. Mein Papa war selber Fußballer beim Athos Velden. Jahrelang im Tor gewesen, eine kleine Vereinslegende gewesen. Und ich war als kleiner Bub halt immer am Fußballplatz, habe ihn immer verfolgt. Und so bin ich eigentlich in den Sport gekommen und der hat mich schon von klein auf fasziniert. Und dann mit 13, 14 ist dann der Wunsch immer mehr gewachsen, Profi zu werden. Und mein Glück war es dann, dass ich das heute ausüben kann, den Sport. Und ich bin ich bin wirklich froh darüber, dass ich das machen darf und dass ich auch in der Zeit, der Corona-Zeit, diesen Sport ausüben darf. Also ich glaube, dass der Sport einen riesen Stellenwert hat in der Gesellschaft. Zum einen, weil er einfach auch gesundheitsfördernd ist. Die Kinder brauchen Bewegung, die Erwachsenen brauchen Bewegung und jede Form von Sport begrüße ich. Also ich glaube, dass das für die Gesellschaft irrsinnig wichtig ist, Gesundheitssystem und. Aber ich glaube, dass auch die sozialen Kontakte immer wichtiger werden. Und ich glaube, wenn man jetzt jeden Tag vor dem Computer sitzt, wird man keine sozialen Kontakte pflegen. Aber wenn man jetzt zum Beispiel am Fußballplatz steht, so wie wir hier, da kommen die Kinder zusammen, man trifft Freunde, Freunde fürs Leben. Und das lässt dann keiner mehr los. Und ich glaube, dass es halt einfach irrsinnig wichtig ist in unserer Gesellschaft. Und zum Zweiten auch, wenn man jetzt zum Beispiel den Profisport hernimmt, ich glaube, das begeistert auch viele Leute mit Fans und ja, ich glaube, dass das richtig, richtig gut ist für unsere Gesellschaft. Ja, leider Gottes hat uns die Corona-Pandemie noch immer ein bisschen in den Griff. Ich glaube, mich als Profifußballer dann immer weniger, weil wir unseren Sport glücklicherweise ausüben dürfen, leider ohne Fans. Das ist ja ein kleiner Kompromiss, den wir eingehen müssen. Aber für alle anderen Kinder, Erwachsene, die den Sport nicht mehr ausüben können, ist es natürlich ein großer Einschnitt in ihr privates Leben. Ich glaube, jeder ist gern am Fußballplatz, jeder wird gern am Wochenende Spiele zuschauen gehen oder spielen. Und es wäre natürlich schön, wenn jetzt die Temperaturen ein bisschen wärmer werden, wenn es ein Umdenken stattfinden würde, wo alle wieder auf die Sportplätze gehen können, wo alle wieder Fußball spielen, Tennis spielen, jede Form von Sport ausüben dürfen. Und ja, ich glaube, das wird auch jeder begrüßen, weil das irrsinnig wichtig auch für die Gesundheit ist und auch für die sozialen Kontakte. Mein Name ist Alexander Kofler, ich bin der Torhüter von Wolfsberger AC und auch ich unterstütze die Initiative www.comebackdessports.at.